mit Zeit gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladürm. Ja, am 26.09.2021 ist in Deutschland Bundestagswahl. Zu dieser Bundestagswahl sind dieses Jahr insgesamt 51 bzw. 52, wenn man die CSU noch mit dazu zählen will, 52 Parteien zur Bundestagswahl zugelassen. Davon 44 sind Kleinstparteien. Ja, und heute möchte ich mit euch gucken, wer so zur Bundestagswahl zur Wahl steht, was es so für Kleinstparteien gibt und ja, was da alles an obskuren Kleinstparteien in der Parteienlandschaft rumirrt. Also heute 20 Kleinstparteien in so und so vielen Sekunden. Dein Stil ist voll von so Trollbüchern nachgemacht. Ich habe mir gedacht, sortiere ich das ganz mal alphabetisch und fange bei A an. Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands, kurz APPD. Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands bezeichnet sich selbst als die Partei des Pöbels und des Sozialschmarotzers. Die Partei bezeichnet sich selbst als pogo-anarchistisch und nimmt seit dem Jahr 1997 bei Bundestags- und Landtagswahlen und Kommunalwahlen teil. Die Ziele der Partei APPD sind das Recht auf Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich, die Neugliederung Deutschlands in verschiedene Pogo-Zonen, auch Balkanisierung Deutschlands genannt, die Radikalisierung des Bildungsstands bei gleichzeitiger Abschaffung der Schulpflicht, die Legalisierung aller Drogen und die Lockerung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts. Die Partei APPD nahm 1997 erstmals an der Bürgerschaftswahl in Hamburg teil und erhielt dabei 0,5% der Stimmen. 2007 erhielt sie bei der Bürgermeisterwahl in Elmshorn 10,3% der Stimmen, was 1070 Stimmen ausmachte. Zur Bundestagswahl 2021 wurde die Partei APPD aufgrund formaler Fehler seitens des Bundeswahlleiters nicht zugelassen. Ja, und für den Scheiß habe ich jetzt nüchtern bleiben müssen. Danke dafür, danke für nix. Ey. Nee, wir machen jetzt. Ihr kriegt euren Scheißzettel da innerhalb von 4 Tagen. Servus und Fick heil. Okay, gut. Wir machen jetzt eine Pause. Die Bayernpartei. Kurz BP. Die Bayernpartei ist eine Partei, die in der Politikwissenschaft als regionalistisch-separatistische Partei, extrem föderalistisch und als liberale Partei mit konservativen Einschlägen erklärt wird. Die Ziele der Bayernpartei sind die Stärkung der Bürgerrechte, Vereinfachung des Steuerrechts und eine Volksabstimmung über den Austritt Bayerns aus Deutschland. Im ersten Deutschen Bundestag war die Bayernpartei mit 17 Abgeordneten vertreten. Bei der Kommunalwahl 2020 konnte die Bayernpartei zwar in alle Gremien, in denen sie auch vorher vertreten war, wieder einziehen und sogar Sitze in einem weiteren Kreistag gewinnen, musste aber fast überall zum Teil erhebliche Verluste verzeichnen. Bündnis C, Christen für Deutschland, kurz Bündnis C. Die Partei Bündnis C ist eine christdemokratische Kleinstpartei in Deutschland mit programmatischer Ausrichtung nach evangelikalem Verhältnis. Die Partei Bündnis C setzt sich insbesondere für den Kampf gegen Abtreibungen und gegen Positionen des Gender Mainstreaming ein.
Ihre wichtigsten Ziele sind die Stärkung der Ehe als gottgewollte Verbindung von Mann und Frau, stärkerer Schutz der Außengrenzen Europas, Homeschooling als Alternative zur allgemeinen Schulpflicht, die Einführung eines Erziehungsgehaltes. Außerdem steht die Partei Bündnissen wie der UNO und der EU kritisch gegenüber. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, kurz BÜSO. Die Ziele der Partei BÜSO sind hauptsächlich die Stärkung des deutschen Nationalstaats, die Wiedereinführung der D-Mark und der Bau einer neuen eurasischen Landbrücke als Kriegsvermeidungsstrategie. Eine Klimaschutzpolitik lehnt die BÜSO ab, da sie den Klimawandel für eine Fälschung hält. Die Partei Bürgerrechtsbewegung Solidarität wird von einigen Beobachtern dem rechtsextremen Spektrum zugerechnet. Zugleich wird sie oft in Verbindung mit Bündnissen wie die LaRouche-Bewegung verglichen und als Psychokult beschrieben, weil sie mit Endzeitvisionen den Zusammenbruch des Wirtschaftssystems voraussagt und einen radikalen Wandel anstrebt. Der dritte Weg. Der dritte Weg ist eine rechtsextremistische deutsche Kleinstpartei. Sie wurde am 28. September 2013 unter Beteiligung ehemaliger NPD-Funktionäre und Mitglieder des verbotenen Freien Netzes Süd, kurz FNS, gegründet. Die wichtigsten Ziele der Partei Der Dritte Weg sind ein sogenannter deutscher Sozialismus als vermeintlicher dritter Weg, abseits von Kommunismus und Kapitalismus. Die Partei ist antiparlamentarisch und strebt laut eigenen Aussagen eine sogenannte Präsidialdemokratie mit weitreichenden Befugnissen für den Präsidenten an. Die Partei stellt sich ausdrücklich gegen christliche Werte, die durch eine heidnische, germanische Esoterik ersetzt werden soll. Der dritte Weg verwendet auch häufiger Symbole aus der Zeit des Nationalsozialismus wie das Zahnrad als Symbol der deutschen Arbeiterfront sowie einen Hammer und ein Schwert, die sich kreuzen. Diese beiden Symbole waren 1929 Zeichen der Hitlerjugend und sollten die Vereinigung von Soldaten und Arbeitern veranschaulichen. Die deutsche Konservative. Diese Partei versteht sich als Sammelbecken des politischen Spektrums der Konservativen. Einige Mitglieder und Kandidaten dieser Partei waren allerdings Mitglieder rechtsextremer Parteien. Die Ziele dieser Partei ist die Stoppung des Migrationspakts und genereller Aufnahmestopp von Flüchtlingen, Stopp der Verkehrswende und freie Fahrt auf deutschen Straßen, eine Steigerung des Tempolimits und eine stückweise Abschaffung von 30er-Zonen in deutschen Städten. Die Stärkung einer deutschen Leitkultur, Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum und Tierschutz. Die Partei Deutsche Konservative trat erstmals bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 an und erreichte 608 Erststimmen und 2332 Zweitstimmen. Die Basis Demokratische Partei Deutschland, kurz die Basis. Die Basis Demokratische Partei Deutschland ist eine kleine Partei, die im Juli 2020 im Umfeld der Proteste gegen die Schutzmaßnahmen wegen der Covid-19-Pandemie gegründet wurde. Die hauptsächlichen Ziele der Partei, die Basis, sind
eine Stärkung basisdemokratischer Elemente in der Politik, Berufung auf anthroposophische Werte, sofortige Abschaffung der ihrer Meinung nach grundrechtswidrigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, Abschaffung von Impfpflichten generell und in Bezug auf Covid-19 und Abschaffung des ihrer Meinung nach gesundheitsgefährdeten 5G-Mobilfunknetzes. Erstmals trat die Basis im März 2021 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zur Wahl an. Sie erreichte rund 1% der abgegebenen Stimmen. Die Grauen für alle Generationen, nicht zu verwechseln mit der Kleinpartei Die Grauen, Graue Panther und der Partei Graue Panther. Im Gegensatz zu den eben genannten Parteien sieht die Partei Die Grauen für alle Generationen sich nicht als Seniorenpartei, sondern verfolgt einen generationsübergreifenden politischen Ansatz. Die Ziele der Partei Die Grauen für alle Generationen sind eine höhere Besteuerung von Besserverdienern, die Senkung des Renteneintrittsalters auf 60 Jahre, die Begrenzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden, ein Verbot von Firmenspenden an Parteien und unabhängiger Journalismus, parteipolitisch unabhängiger Journalismus. Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Die Ziele der Partei Die Urbane sind eine Entlastung von Anwohnern von Verkehrslärm, die Bekämpfung sämtlicher Umweltverschmutzung, einschließlich der Verschmutzung der Ozeane, Ausbau erneuerbarer Energien, Datenschutz im Internet, Kampf gegen Hasskommentare und Missbrauch im Internet, Entkriminalisierung von Cannabis, ein bedingungsloses Grundeinkommen und gleiche Chancen auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt für alle. Bei der Bundestagswahl 2017 trat sie das erste Mal an und erreichte mit einer Landesliste in Berlin 3032 Zweitstimmen und 772 der Erststimmen in Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost. Die Familienpartei Deutschlands, kurz Familie. Die Familienpartei sieht sich selbst als freiheitlich-demokratische Partei der politischen Mitte. Um die allenthalben entstandene Verwirrung endlich aufzulösen, möchte ich allen, die die Linke tatsächlich für irgendein Spiegelbild der Piep AfD halten, Folgendes ankündigen. Bei Gelegenheit werde ich persönlich eine richtig gefährliche, durch und durch stalinistische, maoistische oder noch verdorbenere Partei gründen, die es sich zum obersten, nicht verhandelbaren Ziel setzt, die überlebenden Reste unseres Planeten einem krass ekelhaften, fettkommunistischen Terrorregime zu unterwerfen. Die Ziele der Familienpartei sind unter anderem Stärkung der Rechte und politischen Bedeutung der Familie. Dabei definiert sie Familie als Lebensgemeinschaft von Eltern mit Kindern. Außerdem sind Ziele der Familienpartei die Einführung eines Wahlrechts für alle oder auch Kinderstimmrecht genannt, die Verschärfung von Regelungen zu Nebeneinkünften von Abgeordneten, ein Erziehungsgehalt und Kinderkostengeld zur Stärkung und Unterstützung von Familien, den Erhalt der Dublin-Regelungen sowie eine grundsätzliche Rückkehrpflicht von Geflüchteten. Bei der Europawahl 2014 gelang es der Partei erstmals ein Mandat auf überregionaler Ebene zu erringen und sie zog mit 0,7% und 202.871 Wählerstimmen ins Europaparlament ein. 2019 gelang dies erneut mit 0,7% der Stimmen. Die Gartenpartei. Die Gartenpartei ist eine Partei
die in Sachsen-Anhalt, hauptsächlich in der Landeshauptstadt Magdeburg, aktiv ist. Die Partei wurde im Jahr 2013 von Bürgern gegründet, die gegen Bebauungspläne für Kleingartenanlagen protestiert hatten. Ursprünglich trug die Partei den Namen Magdeburger Gartenpartei. Der Name wurde im November 2017 geändert und die Ziele dieser Partei sind laut eigenem Wahlprogramm der Ausbau von Kleingartenanlagen, Umweltschutz und Artenschutz, kostenlose Bildung und Abschaffung der Kita-Gebühren, Ausbau des Schienenverkehrs und die Modernisierung des Straßenverkehrs. 0,5% der Zweitstimmen erhielt die Partei bei der Bundestagswahl 2017. Bei der Kommunalwahl 2019 konnte die Gartenpartei in Magdeburg ihren Stimmenanteil auf 4,3% erhöhen und erhielt 2 Mandate. Die Klimaliste Deutschland. Die Ziele der Klimaliste Deutschland sind die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, eine CO2-Steuer, einen stärkeren Umweltschutz und Ausbau regenerativer Energien. Für die Wahlen im September 2021 ist geplant, mit Direktkandidaturen zur Bundestagswahl 2021 anzutreten. Am gleichen Tag stellt sich die Klimaliste Berlin zur Wahl. Außerdem treten verschiedene Klimalisten zu den Kommunalwahlen in Niedersachsen an. Zentrale Akteure sind wichtige Mitglieder der Partei Klimaliste Deutschland, waren zum Beispiel bei Fridays for Future oder anderen klimaaktivistischen Gruppen aktiv. Die Europäische Partei Liebe, kurz Liebe oder auch EPL. Die Partei Liebe ist eine pro-europäische ökologische Kleinpartei. Sie ist Mitglied des Europäischen Parteienbundes Parti Européen Lamont mit Sitz in Paris. Die Ziele dieser Partei sind vertiefte Integration der Europäischen Union, Schutz der Werte Deutschlands in der EU, Geschlechtergleichheit, Bewahrung natürlicher Ressourcen und die Stärkung von Familien und Schutz von Kinderrechten. 2019 trat die EPL erstmals zur Europawahl an. Spitzenkandidat war Sergei Samarjidi. Fuck off. Die EPL trat erstmals zur Europawahl 2019 in Deutschland an und holte dabei 33.152 Stimmen, was 0,1% der Stimmen entspricht. Die Partei Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller, kurz Menschliche Welt. Die Ziele der Partei Menschliche Welt sind laut parteieigener Website ein Einsatz für eine Politik für das Wohl aller Menschen, Tiere und der Natur, gestärkt durch Meditation, eine uneigennützige und selbstlose Politik des Anstands, ein Einsatz gegen den Krieg und für den Frieden, ein Abbruch aller Bundeswehreinsätze im Ausland und eine starke Reduzierung der Waffenproduktion und des Exports. Außerdem fordern sie eine Abschaffung von Massentierhaltung und konsequenteren Umweltschutz und Naturschutz. Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die Partei 11.653 Zweit- und 2.144 Erststimmen. Die Menschliche Welt trat 2021 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg in dem Wahlkreis Ravensburg und Wangen an. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, kurz NPD. Die NPD ist eine rechtsextreme Partei,
Nach Einschätzung zahlreicher Politikwissenschaftler, Historiker sowie des Bundesverfassungsgerichts weist sie eine programmatische und sprachliche Nähe zur NSDAP auf. Gegen die Partei lief ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21 des Grundgesetzes. Der Verbotsantrag für die NPD wurde im Januar 2017 als unbegründet zurückgewiesen. Die Ziele dieser Partei sind die Bindung der Würde des Menschen an die Zugehörigkeit zum Volk, die Definierung der deutschen Staatsangehörigkeit auf die deutsche Abstammung, eine Verhinderung der Überfremdung in Deutschland, die Abschaffung des Asylrechts, die Wiedereinführung der deutschen Mark, der Austritt Deutschlands aus internationalen Bündnissen wie NATO und EU, ein Kampf gegen die Islamisierung Deutschlands, Wiedereinführung der Todesstrafe, generelle Verankerung von Volksabstimmungen in der Verfassung und Abschaffung des Grundgesetzes. Ihren größten Wahlerfolg hatte die Partei NPD 1968, wo sie bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 9,8% der Stimmen erhielt. Bei der Europawahl 2014 gelang es der NPD erstmals mit 0,5% Stimmenanteil einen Abgeordneten im Europaparlament zu stellen. Dieser trägt den Namen Udo Vogt. Die Ökologisch-Demokratische Partei, Kurzbezeichnung ÖDP. Die ÖDP wird als Partei von christlich-humanistischen Werten beschrieben und beschreibt sich als offen für Menschen verschiedener Religionen und Weltanschauungen. Die Ziele der Partei ÖDP sind ein Ausbau der direkten Demokratie in Deutschland, ein Ende der Überfluss- und Verschwendungswirtschaft und damit verbunden ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen, außerdem ein härterer und schnellerer Atomausstieg, verstärkte Förderung erneuerbarer Energien und starker Tierschutz, außerdem die Legalisierung von Drogen. Den stärksten Wählerzuspruch erhielt die Partei bei der Landtagswahl 1990 in Bayern, wo sie etwa 2% der Wählerstimmen erhielt. Seit der Europawahl 2014 ist die ÖDP mit einem Sitz im Europäischen Parlament vertreten. Team Todenhöfer, die Gerechtigkeitspartei. Die Ziele und Forderungen der Partei Team Todenhöfer sind die Beendigung aller Auslandeinsätze der Bundeswehr sowie ein Stopp von Waffenexporten in Krisenregionen, Bürokratieabbau in Form von Streichung eines Drittels aller Stellen im öffentlichen Dienst, eine Steuersenkung für die Mittelschicht, das Verbot von Großspenden an politische Parteien und die Bekämpfung von Rassismus. Die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz, kurz Tierschutzallianz. Die Tierschutzallianz ist eine Partei, die sich im November 2013 als Abspaltung der Tierschutzpartei gründete. Nach eigenen Angaben war der Grund für die Abspaltung ein nicht ausreichender Abgrenzung der Tierschutzpartei von rechten Splitterparteien. Die Ziele der Partei Tierschutzallianz sind im Rahmen der Tierschutzpolitik ein uneingeschränktes Verbandsklagerecht, Abschaffung von Massentierhaltung, Tierversuchen und Jagd, eine Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene, die Senkung der Sperrklausel auf 3% und die Gleichberechtigung der Geschlechter. Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die Partei 6.114 Erststimmen und 32.221 Zweitstimmen, was einem Anteil von 0,1% entspricht. Bei der Europawahl am 26. Mai 2019 erhielt sie 0,2% der Stimmen.
Bei der Kommunalwahl am selben Tag erreichte die Partei ein Mandat im Stadtrat von Magdeburg, zwei in Schönebeck-Elbe und einen in Tuttlingen sowie einen Sitz im Kreistag von Tuttlingen. Die V-Partei hoch 3, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Die Ziele, die hauptsächlichen Ziele der V-Partei hoch 3 sind Hervorhebung des Veganismus in der Politik, Ehen für alle, unabhängig vom Geschlecht, ein Adoptionsrecht für alle Menschen, auch Singles oder homosexuelle Paare, ein Ende der Diskriminierung von LGBTQIA+-Menschen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, Austritt aus der Atomkraft, ein Ausbau von regenerativen Energien, ein Produktions- und Einfuhrverbot von Pelzen, eine tierversuchsfreie Forschung und die Abschaffung von Zoos. Zum ersten Mal nahm die Partei am 14. Mai 2017 an der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen teil. Dort erhielt die V-Partei hoch 3 0,1% der Zweitstimmen. An der Bundestagswahl 2017 nahm die V-Partei hoch 3 in 12 Bundesländern teil und erreichte 64.130 Stimmen, 0,1%. Die Partei Wir 2020. Die Partei Wir 2020 ist eine deutsche Kleinpartei, die im Juli 2020 im Umfeld der Proteste gegen Schutzmaßnahmen wegen der Covid-19-Pandemie gegründet wurde. Die Partei wurde von Querdenken-Aktivist Bodo Schiffmann mitgegründet. Als Gründungsvater erhielt er weitgehende Sonderrechte innerhalb der Partei. Die Ziele der Partei Wir 2020 sind die Rücknahme sämtlicher Gesetzesmaßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, Stärkung des Mittelstands und eine Friedenspolitik auf Augenhöhe. Nach einem Online-Parteitag im August 2020 erkannte ein Teil des dort abgewählten Vorstands den Parteitag nicht an und gründete eine Parallelpartei und einer anderen Schreibweise, die trotzdem Wir 2020 heißt. Diese Partei hat ihren Sitz in Hamburg und wird von Andreas Burkhardt geführt. So, das waren 20 Kleinparteien in so und so vielen Sekunden. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Sekunden geworden. Da habe ich noch umsonst gefallen haben. Und schreibt mir mal eure Meinung zu diesen genannten Kleinstparteien in die Kommentare. Hier einfach mal. Ja, das waren jetzt hier 20 der 44 Kleinparteien, die zur Bundestagswahl 2021 wählbar sind. Ja, ich hoffe, ich habe damit vielleicht bei dem einen oder anderen, ja, wer weiß, vielleicht mal Interesse an Kleinstparteien geweckt. Auch wenn da, naja, gut, viele rechte Splitterparteien auch vorhanden sind. Aber vielleicht gibt es auch so, möchte jetzt der ein oder andere da jetzt was entdeckt und da habe ich meinen Bildungsauftrag erfüllt. Ihr wisst Bescheid, wählt keinen Scheiß. Macht euch selbst einen Kopf. Und ja, Hauptsache, geht wählen am 26.09.2021 zur Bundestagswahl und wählt vernünftig. Ja, und heute will ich mit euch mal ein kleines bisschen drauf gucken, was es so für Kleinstparteien in Deutschland gibt und wer sich so zur Wahl aufstellen haben lassen. Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands bezeichnet sich
gewittert es auch noch draußen. So eine Scheiße. Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands bezeichnet sich selbst als Partei des Pöbels und Schmutten des Reden kann ich heute auch nicht. 2007 erhielt sie bei der Bürgermeister. Das mache ich nicht nochmal von vorne, der Satz war gut. 0,8 Prozentpunkte errichtete und Position der Gender Mainstream des. Das kann ich gar nicht aussprechen. Und der Bau einer neuen eurasischen Landes. Diese Partei versteht sich als Sammelbecken des politischen Spektrums. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Nein. Die Partei Menschliche Welt. Kurz Menschliche Welt. Der Austritt Deutschlands aus den internationalen Bündnissen wie NAT. Die Ziele der V-Partei sind hauptsächlich die wegen der Covid-19-Partie. Habt ihr noch einen angenehmen Frost in den Tank? Man sieht sich. Haut darin. Und ciao.